Unterricht jenseits von Büchern und Theorie. Die Schülerinnen und Schüler aus Nürnberg erforschen mit Kamera und Schreibblock den Hausenhof. Nah an der Praxis beobachten sie, wie Behinderte Obst und Gemüse ziehen, Milchprodukte herstellen und Brot backen. Ist solch ein Betrieb überhaupt mit einer normalen Landwirtschaft zu vergleichen und konkurrenzfähig? Wie lassen sich Obst, Gemüse, Milchprodukte und Brot über das Internet verkaufen und lohnt sich das überhaupt? Tatsächlich verkauft der Hausenhof sein Brot bereits bis nach Norddeutschland. Über das Internet hofft der Leiter, neue Kunden anzulocken. Auf der einen Seite haben wir rein vom Gesetz auch den Auftrag, Leistung zu bringen, Dinge zu vermarkten, Geld zu verdienen. Also alle betriebswirtschaftlichen Kosten müssen wir erwirtschaften. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir unsere Werkstätten anschauen, können wir uns dem harten Wettbewerb nicht stellen. Zurück in der Schule. In Arbeitsgruppen setzen die Schüler ihre Erkenntnisse vom Hausenhof in Grafiken und Tabellen um. Produktivität, Produktpalette, Kosten. Am Ende soll ein virtueller Marktplatz für den Hausenhof stehen. Dort soll jeder alle Produkte aus der Behindertenwerkstatt per Mausklick kaufen können. Es macht auch viel Spaß und es bringt jede Menge Erfahrung mit. Und also es ist sehr erfahrungswertvoll. Ja, interessant ist es auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Aber mein Fall ist es jetzt nicht so unbedingt, mit dem Computer zu arbeiten, obwohl das in Zukunft mit Sicherheit noch auf uns zukommt. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt. Aus der Klassenarbeit soll ein leicht zu aktualisierendes virtuelles Lehrbuch für Wirtschaftsschüler werden. Ende März wird dann daraus eine CD-ROM. So, nun.